ich glaube, ja, der könnte mal aus sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Ball im Aus ist, spiele ich sicherheitshalber nochmal einen provisorischen Ball. Bedeutet, ich kündige bei meinen Mitspielern an, dass ich einen provisorischen Ball spiele. Ganz wichtig, dass ich das Wort provisorisch nutze. Man sollte darauf achten, dass es dann nicht nochmal die gleiche Marke und Nummer ist. Daher habe ich jetzt einen Weiß 3. Mein erster Ball war ein Weiß 1. Nun sage ich provisorisch Weiß 3. Nun droppe ich den Ball. Dabei ist zu beachten, dass ich den Ball aus Kniehöhe fallen lasse und so nah wie möglich an der Stelle, wo ich gerade geschlagen habe. Sollte das am Abschlag sein, darf ich dort den Ball auch wieder auftien. So, schauen wir doch mal, ob das besser geht. Jawohl, der passt. Sehr schön. Schauen wir uns doch mal an, wo der erste ist. Hier sind wir jetzt nun angekommen bei meinem ersten Ball. Ich hatte doch leider recht, er ist im Aus. Man kann gut sehen, hier sind die weißen Pfosten. Die kennzeichnen die Auslinie. Somit ist der Ball nicht mehr im Spiel. Ich darf den Ball von hier auch nicht mehr weiterspielen. Und ich muss jetzt zum Glück, da ich einen provisorischen Ball gespielt habe, den weiterspielen. Hätte ich keinen provisorischen Ball gespielt, müsste ich jetzt wieder zurückgehen zu meiner letztgespielten Stelle und dort einen Ball fallen lassen. Wenn es der Abschlag gewesen ist, kann ich dort den Ball auch wieder aufziehen. Muss auch nicht an der gleichen Stelle sein. Sollte der Ball jedoch nicht im Aus gelandet sein, sprich ich nehme den jetzt einfach mal auf und lege ihn hier auf die Seite. Wir gehen davon aus, der Ball ist auf der Seite des Platzes zur Ruhe gekommen. Dann kann ich den Ball von hier ganz normal weiterspielen. Alle Schläge mit dem provisorischen Ball sind annulliert. Ich kann mir auch nicht aussuchen, welchen der Bälle ich weiterspiele. Ich muss den ersten Ball spielen. Der provisorische Ball ist immer aus dem Spiel, sobald ich den ersten Ball finde und der auch innerhalb des Platzes ist. Wenn der Ball innen liegt, ist es nicht wichtig, dass ich auch drinnen stehe, sondern ich kann selber auch außerhalb des Platzes stehen. Es geht immer nur um die Lage des Balles. Der Ball zählt als in, so sagt man dazu auch, wenn er noch innerhalb des Platzes liegt, wenn er noch mit einem Teil seines Umfanges den Platz berührt. Er ist wirklich erst im Aus, wenn er vollständig außerhalb des Platzes liegt. Die Auspfosten selber zählen schon zum Aus, sprich die Linie selbst ist auch aus. Da es weiße Pfosten sind und sie nicht auf dem Platz stehen, darf ich sie auch nicht rausziehen. Das ist ganz wichtig. Weiße Pfosten müssen immer stecken bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten Runde. Denken Sie daran, wenn ein Ball im Aus sein könnte, spielen Sie noch einen provisorischen. Sie sparen sich viel Zeit und Stress.